Das Video ist entstanden von einer Zuschaueranfrage und ich fand das so eine tolle Idee. Also die Grundlage für dieses Video kommt jetzt von euch, ein Wunsch von euch, nämlich die Reinigung der Elemente. Die Elemente sind ja ein Bestandteil unseres Lebens, eine Schwingung unserer Erde und ich finde es tatsächlich sehr wichtig, dass wir nicht nur uns reinigen, was wir ja jeden Tag tun sollten, sondern auch der Erde helfen, indem wir energetisch die Elemente reinigen. Bevor wir dies tun, möchte ich gerne noch ein bisschen was über die Elemente erzählen, euch diese nahe bringen, wenn ihr es vielleicht noch nicht so genau wissen solltet. Und wenn ihr es schon wisst, dann hört einfach zu und freut euch auf die Meditation nachher. Denn dort werden wir auch für uns sehr viel an Heilung und Transformation gewinnen können. Feuer, Erde, Wasser, Luft und die Liebe. Das sind die fünf Elemente. Und wenn ich jetzt mal mit dem Feuer beginne, ihr kennt alle das Feuer, es brennt, es ist heiß, es sorgt für Wärme, es kann verbrennen. Es hat jedes Element hat natürlich zwei Seiten, ist ganz klar, wir leben in der Polarität. Aber auch du trägst das Feuer in dir. Also es ist nicht nur im Außen zu sehen, sondern wir sollten ja zuerst mal in uns reingehen und dieses Feuer fühlen. Also das ist das Feuer der göttlichen Flamme, was hier wirkt in uns als Feuer. Und es ist auch dieses Feuer der Begeisterung, das Feuer der Liebe. All diese Emotionen, die du stark spürst, die können so kräftig wie ein Feuer sein. Also das, was dich antreibt, etwas zu tun, das ist das Feuer der Leidenschaft. Und wenn das natürlich ganz rein ist und kraftvoll ist, umso besser kann es wirken. Und durch dieses innere Feuer sind wir natürlich mit dem Element Feuer auf der Erde verbunden. Und wenn das in Harmonie ist, wenn beides gleich schwingt, dann trägt es uns in seiner Kraft. Und wenn es dann auch noch rein ist, also sowohl das Feuerelement der Erde und dein eigenes Feuerelement, dann ist es die beste Voraussetzung, um damit dann in Kohärenz zu treten. Und das werden wir alles tun nachher. Feuer, Wasser. Jetzt kommen wir zum Wasser, dem Element des Wassers. Das findet ihr ja überall auf der Erde, gibt es fast überall, gibt es Wasser. Und wenn das Wasser schön rein und klar ist, kann man bis tief auf den Grund nach unten schauen, kann die Fische beobachten. Das Wasser ist auch da zum Reinigen, also um uns körperlich zu reinigen und um uns zu tragen. Wir können schwimmen und uns tragen lassen von dem Wasser. Und das Wasser, das haben wir auch in uns, denn unser Körper besteht zum größten Teil aus Wasser. Also haben wir eine innere Schwingung des Wassers, die sich mit der äußeren Schwingung im Element des Wassers der Erde verbinden kann. Und wenn diese beiden schön rein sind, dann ist die ideale Verbindung natürlich möglich. Und auch das werden wir nachher tun. Ja, dann kommen wir mal zur Erde. Die Erde ist ja der größte Bestandteil der Erde. Weiß ich jetzt gar nicht, vielleicht ist auch Wasser der größte Bestandteil. Das kann ich jetzt gar nicht so genau sagen. Könnt ihr ja mal googeln. Also die Erde ist das, worauf wir stehen. Diese Erde, oder wenn du auf einem Acker bist und die Ackererde mal so und durch deine Hände rieseln lässt. Ich hatte ja mal einen Garten gemietet bei einer Bäuerin, die hat ihren Acker vermietet an Menschen, die gerne einen Garten haben wollten. Und da hatte ich so 30 Quadratmeter gemietet.
Und eben bin dort zwei, dreimal die Woche gewesen, habe also angepflanzt, Unkraut gejätet und geerntet. Und in dem Moment habe ich auch immer gerne die Erde in die Hände genommen. Das war so wunderschön. Und diese Ackererde, die ist noch mal ganz anders als wie die Erde im Garten. Wenn ich jetzt in den Garten gehe und dort die Erde nehme, dann ist die nicht so kräftig. Die ist einfach anders. Und von der Erde her gibt es ja auch noch den Lehm, den Kalk und so weiter. Es gibt dort ganz viele Variationen. Oder am Meer, am Strand, diese Körnchen ist auch noch mal was ganz anderes. Also ihr seht, dieses Element hat auch ganz viele, wie sagt man dazu, Erscheinungsformen, ja. Und das, was in uns die Erde ist, würde ich einfach mit dem Physischen gleichsetzen, unseren Körper. Das ist jetzt zwar keine Erde, aber das ist Materie. Und die Erde würde ich mit Materie gleichsetzen. Und wenn das rein ist, so rein wie es eben geht, dann kann es zusammen harmonieren und zusammenschwingen. Und das ist einfach eine schöne Harmonie. Und das zu genießen, gibt einen so auch diese Sicherheit und gerne hier sein zu können und zu wollen. Feuer, Wasser, Erde, Luft. Wenn wir jetzt dann zur Luft übergehen, da wisst ihr, Luftverschmutzung ist ein großes Thema im Umweltschutz. Und je klarer die Luft ist, umso klarer sind auch die Gedanken. Also unsere Gedanken sind mit der Luft verbunden. Und wenn du eine Vision hast und die ist klar, dann erscheint die ganz exakt und fein vor deinem dritten Auge. Und die klare Luft, finde ich, die kann man am besten spüren, wenn man im Winter spazieren geht, im Wald oder einfach auch so auf einen schönen Weg, wo viel Schnee ist. Und es ist vielleicht eine angenehme Temperatur im Winter, dennoch gibt es ja auch. Du bist schön warm angezogen und gehst spazieren, die Sonne scheint. Und dann ist die Luft so klar. Und das ist herrlich. Das ist ein herrliches Gefühl. Das gibt ganz viel Kraft. Und das können wir natürlich alles für uns nutzen, indem wir jetzt dann zusammen die Luft reinigen werden, energetisch reinigen und dadurch unsere eigene Klarheit auch reinigen und dann da eine Verbindung schaffen und dir die Möglichkeiten geben, ja, ich kann meine Visionen, meine Gedanken klarer treffen als vorher, indem ich mich mit dem Element verbinde. Und dann haben wir noch das Element der Liebe. Liebe ist ja das Allerschönste, was man sich vorstellen kann. Und dennoch haben viele Menschen Angst vor der Liebe oder vor der Hingabe auch zur Liebe. Und vor dieser ganz großen Liebe von Gott, diese Gottesliebe, die ist auch für manche Menschen zu stark. Ist eigentlich schade, aber es ist so, jeder Mensch ist ja anders. Und von daher ist es eine Möglichkeit, sich selbst zu entwickeln, sich dieser Liebe immer ein bisschen mehr zu öffnen. Denn diese Liebe, sie schwingt ja bei uns innen drin. Es ist eine Liebe, die du zuerst in dir selbst finden solltest und die du dann im Außen spüren kannst. Das bedeutet jetzt im Umkehrschluss, dass eigentlich, wenn du Angst vor der Liebe hast oder dich der Liebe Gottes nicht so öffnen kannst, dass bei dir selbst innen drin noch was irgendwas nicht richtig im Gleichgewicht ist und du daran arbeiten solltest. Also, dass du zuerst mal an deiner Selbstliebe arbeitest, dahin guckst und schaust, wo liebe ich mich denn jetzt wirklich nicht so sehr? Wo nehme ich mich nicht an? Wo stehe ich nicht zu mir selbst? Das sind die Punkte, die einfach angeguckt werden sollten, denn die Selbstliebe ist so für mich der Schlüssel überhaupt zu einem erfüllten Leben. Die Dinge, die du dir gönnst, die du tust, die du für dich machst, die sind sehr wertvoll. Und wenn du dich zurücksteckst und
immer nur an zweiter, dritter, vierter, fünfter Stelle erst deine Wünsche erfüllst oder für dich sorgst. Es geht ja auch in erster Linie um für dich zu sorgen. Dann ist das im Ungleichgewicht. Und dann kommst du da nicht so richtig voran. Das sollte man einfach wissen. Und ich weiß, wie schwer das ist. Ich habe auch immer wieder einfach Gespräche mit euch und mit Menschen unter euch, die zu mir kommen in die Heilung und wir eben dann darüber sprechen, was das Problem ist. Und wirklich bei vielen ist es eben einfach die fehlende Selbstliebe, so dass man sich nicht so annimmt, wie man ist, sondern denkt, man müsste immer besser sein, schöner sein, man hätte nicht genug Kraft oder man könnte dies oder das nicht. Das sind halt auch Glaubenssätze, die einen da auferlegt wurden und diese gilt es einfach zu lösen und einfach diese Dinge anzugehen, die einen wirklich hindern, ein glückliches Leben zu führen, denn je mehr du dich selbst liebst, umso glücklicher und schöner kann ja dein Leben sein. Und das erkennst du an den Menschen, die ein tolles Leben fühlen, die tun auch Dinge für sich. Die gönnen sich mal eine Auszeit, die gönnen sich vielleicht ein schönes Haus oder wenn du jetzt von den materiellen Dingen ausgehst, bestimmte materielle Dinge, oder sie wenden sich mit dem Geist an, besonders schöne Dinge tun dafür ganz viel. Also die einfach auch wissen, dass sie alles, was sie suchen, in sich selbst finden. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig, das zu wissen und dann auch danach zu leben, sich dem zu öffnen. Und oft kommt dann ja, aber. Diese zwei Worte, ja, aber, das heißt, man will es gar nicht so richtig annehmen, was gesagt wird. Man hat immer noch einen Einwand, ja, aber. Das ist der Einwand vom Verstand. Der hat immer dieses Aber und der hat immer einen Zweifel. Der Verstand ist schön und gut, aber es ist nicht immer, spielt er die erste Geige. Und von daher müsst ihr also abwägen, auch mal auf das Herz zu hören, auf die innere Stimme, also wirklich nach innen zu gehen und auf das Innere zu hören und dieses dann auch zu tun. Es reicht ja jetzt nicht, dass du eine Intuition hast, ja, ein Gefühl hast und oder vielleicht sogar deine innere Stimme hörst und dann doch was anderes machst. Da kommst du nicht weiter. Das haben wir schon tausendmal im Leben vielleicht, also ich bestimmt schon so oft gespürt, wo ich nicht auf meine innere Stimme gehört habe und dann zum Beispiel das meiner Tochter erzählt habe, was mir passiert ist. Dann sagt meine Tochter zu mir, also Mama, wenn du schon eine innere Stimme hast und die hörst und dann nicht tust, was du da gefühlt hast, dann bist du selbst schuld, dann kann dir niemand helfen. Und das allein, das hat mich zum Nachdenken gebracht und mich tatsächlich dazu bewegt, in Zukunft dann auch nach dieser inneren Stimme, die so intensiv gesagt hat, nein, nein, das ist nicht, das geht nicht, mach's anders, auf die dann zu hören, weil ich tatsächlich gespürt habe, dann, wenn ich nicht auf die Stimme gehört habe, dass alles nicht geklappt hat. Und das ist eben das Wichtige, auf das Innen zu hören, alles nach innen richten und von innen nach außen zu gehen. Das nur so am Rande, vielleicht ist das wichtig für euch. Und jetzt werden wir, ich freue mich schon sehr drauf, zusammen diese Meditation machen, wo wir in die Verbindung zu den Elementen kommen und wo wir die Elemente reinigen und das, was bei dir dazugehört, zu dieser Verbindung der Elemente auch reinigen. Also es ist insgesamt eine ganz tolle Heilung, die jetzt für dich möglich ist. Und ich wünsche dir ganz viel Freude dabei. Ich stimme mich ein. Ich rufe die Energie des Schutzes. Hülle mich mit dem Schutz ein. Und ich bitte um die Energie des Schutzes für jeden Menschen, der heute hier ist und hier zuschaut.
Und ich fühle, wie die Energie des Schutzes sich ausbreitet, mich berührt und umhüllt und zu dir schwingt, dich berührt und umhüllt. Und nun bitte ich dich, mit deiner äußeren Aufmerksamkeit in deine innere Aufmerksamkeit hineinzugehen, deinen Atem zu fühlen und zu spüren, wie dein Brustkorb sich hebt und senkt, und zu spüren, wie dies alles wie von ganz allein geschieht. Und zu spüren, wie du ganz ruhig wirst und dann das Licht der Liebe einzuatmen, um dich mit diesem Licht der Liebe auszudehnen, so weit auszudehnen, wie es dir jetzt in diesem Moment möglich ist. Dies kann sein, so groß wie dein Raum. Dies kann sein, so groß wie deine Stadt, so groß wie dein Land, so groß wie die Erde und noch größer im Universum. Probiere aus, was für dich sich gut anfühlt, welche Ausdehnung gut für dich ist. Und nun werden wir beginnen, uns mit den Elementen zu verbinden. Ich rufe die Energie des Elementes des Feuers. Und ich rufe die Wächter der Elemente und bitte sie, das Element des Feuers zu reinigen. Und gleichzeitig auch in dir das Element des Feuers, deine göttliche Flamme, deine Flamme der Begeisterung zu reinigen und zu befreien von Einschränkungen des Egos, zu befreien von allen hinderlichen Energien. Und so spüre, wie sich dieses Licht in dir ausdehnt, und fühle, wie sich gleichzeitig das Element des Feuers auch ausdehnt. Vielleicht spürst du die Wärme, wie sie dich jetzt umgibt. Nehme einen tiefen Atemzug und gehe in den Fokus, dich jetzt mit dem Element des Feuers zu verbinden. Jetzt mit dem Element des Feuers zu verschmelzen und zu spüren, innen und außen im Gleichklang zu sein, die göttliche Verbindung zu spüren, die bedeutet, dass du selbst das Licht des Feuers trägst. Nun rufe ich das Element des Wassers herbei. Spüre diese Schwingung, spüre die Leichtigkeit, spüre die Kraft der Reinigung und spüre in dich selbst hinein, denn du bestehst hauptsächlich aus Wasser. Spüre deinen Körper und fühle die Energie des Elementes des Wassers. Die Wächter der Elemente werden nun das Element des Wassers reinigen. Sie senden ihre Energie in das Wasser und es wird transformiert, was dort an Verunreinigungen sich befindet. Gleichzeitig reinigen sie das Wasser in deinem Körper. Ebenso liebevoll
und kraftvoll. Lass es ruhig geschehen, denn es geschieht in der göttlichen Ordnung so, wie es für dich gut und richtig ist, in Harmonie von innen nach außen, in Harmonie mit der göttlichen Liebe, von Wasser zu Wasser. Fühle dich getragen von der Kraft des Wassers, fühle dich gereinigt durch die Kraft des Wassers. Und spüre die Frische und die Leichtigkeit, die tragende Liebe. All dies wird jetzt in dir aktiviert. Und nun rufe ich die Energie der Luft, des Elementes der Luft. Sie breitet sich um dich herum aus. Du atmest sie täglich ein und aus, diese Luft. Spüre die Kraft der Klarheit. Spüre in dir, in deinem Innersten, die Klarheit deiner Gedanken. Denn die Wächter der Elemente reinigen nun das Element der Luft, außen und innen in dir. Sie reinigen für Mutter Erde das Element der Luft und gleichzeitig reinigen sie in dir die Kraft deiner Gedanken. Sie befreien dich von negativen Belastungen, von Zweifeln und Sorgen. Lasse dies geschehen. Es geschieht voller Liebe und voller Kraft. Und nun rufe ich das Element der Erde. Du spürst die Erde unter deinen Füßen und du spürst auch deinen Körper, deinen physischen Körper. Ich rufe die Wächter der Elemente und bitte, dass das Element der Erde gereinigt werden soll, dass sich die Erde entgiftet von allen Dingen, die nicht zu ihr gehören. Spüre, wie auch in dir, in deinem Körper, eine Entgiftung stattfindet. Und lass es geschehen, denn du weißt ja schon, so wie im Inneren, so im Außen. Und so befindest du dich in einer intensiven Verbindung zu Mutter Erde. Die Reinigung geschieht in dir und zugleich für Mutter Erde im Außen. Es ist Detox für deinen Körper. Und Detox für Mutter Erde. Die Wächter der Elemente, sie wirken für dich voller Kraft und voller Liebe. Vielleicht spürst du, wie dein Körper leichter wird. Denn alles, was jetzt herausgezogen wird von negativen Energien, mach dich leicht.
und hilft auch Mutter Erde, ihre Kraft, ihre richtige große Kraft zu spüren. Und nun bitte ich die Wächter der Elemente um das Element der Liebe, um die göttliche Liebe. Ich bitte sie, uns zu helfen, diese Liebe zu spüren. Und dich bitte ich, jetzt ganz tief in dein Herz einzutauchen und dort deine eigene Liebe zu spüren. Denn sie wohnt in deinem Herzen und es ist die Liebe, die ursprünglichste Liebe, die jeder Mensch trägt. Und je tiefer du diese Liebe jetzt fühlen kannst, umso tiefer wirst du die Liebe Gottes fühlen. Und umso mehr wirst du dich öffnen können, ein Teil dieser Liebe zu sein. Und so genieße nun, wie die Energien dich berühren, dich ausdehnen, deine Energie anheben. Fühle es, Marana, fühle die Nähe Gottes in dir. Ich gebe dir ein wenig Zeit. Es sind die Engel des göttlichen Chors, welche für dich singen. Sie singen die Töne der Liebe und sie sagen dir, wir lieben dich ewiglich. Spüre diese Liebe in dir, in deinem Herzen und spüre auch gleichzeitig deine innere Liebe zu dir. Nun vereinen sich die vier Elemente, um mit dem Element der Liebe zu verschmelzen. So wie im Innen, so auch im Außen. Spüre, wie nun die Verbindung zu der göttlichen Liebe noch viel intensiver wird. Und spüre, dass du, gerade du, ein Teil davon bist. Und dann dehne dich aus mit dieser Kraft und Gewissheit, dazu zu gehören. Und auch mit dem Bewusstsein dehne dich aus, etwas für Mutter Erde getan zu haben. Denn auch die Reinigung der Elemente war für Mutter Erde sehr wichtig. Denn auch sie fühlt die Liebe Gottes in sich, so wie du sie fühlst. Und so hast du für das Große und Ganze gewirkt, für dich selbst gewirkt, für jeden einzelnen Menschen gewirkt. Und das ist echte Lichtarbeit. Ich danke dir so sehr und nimm dir jetzt die Zeit, die du brauchst, um wieder in deine Räume zurückzukommen. Die Energien tragen dich noch sanft und sie sind fühlbar, fühlbar bei dir. Du bist eng verbunden mit allem, was ist. Und ich für mich, ich kann richtig spüren, wie sich die Energie verändert hat, wie sie so, wie soll ich das beschreiben,
ist so nah bei mir. Richtig nah ist diese Energie. Also es heißt, die Verschmelzung hat stattgefunden. Ich bin gespannt, wie es für euch war. Und ich danke euch sehr, denn es war die hohe Kunst der Lichtarbeit. Und gemeinsam haben wir heute sehr viel bewirkt. Denn es wurde auch über die Energie der Luftreinigung sehr viel vom Kollektiv gelöst. All diese Sorgen und Zweifel und diese Nöte, da durfte ganz viel gereinigt werden. Dank dir, dass du heute hier warst. Du kannst diese Meditation so oft wiederholen, wie du möchtest. Und es ist ja auch besonders hilfreich, sich immer wieder mit den Elementen zu verbinden, weil ja die Elemente auf uns einwirken. Wir tragen diese Elemente in uns und je mehr wir diese Verbindung schaffen, umso ausgeglichener und kraftvoller sind wir und die Erde gleichzeitig. Das ist nämlich der Effekt da dabei. Ich wünsche dir ganz viel Freude, ganz viel Kraft und ganz viel Liebe. Danke, dass du hier warst. Ein Küsschen für dich. Ich hab dich so lieb. Und dein Herzchen. Ein Herzchen für dich. Bis dann. Somehow.